Es ist, glaube ich, für den Wirtschaftsminister dieses Landes wichtig, dass er sich mit Unternehmen und Unternehmern vor allen Dingen zusammensetzt und mal hinhört. Wo sind die Probleme? Wir müssen in der Politik immer ein Stück weit darauf achten, dass wir nicht allzu abgehoben und nicht allzu ortsfern von den jeweiligen Einrichtungen unsere Entscheidungen fällen. Nun muss man vernünftigerweise sagen, viele Fragen, die das Unternehmen betreffen, die werden nicht hier im Land Sachsen-Anhalt entschieden, sondern das sind Angelegenheiten des Bundes. Aber auch da bedarf es möglicherweise der Fürsprache auch des Wirtschaftsministers, der natürlich ein Interesse hat. Es ist vor allen Dingen erstmal gut, dass es ein so altes Unternehmen auch in unserer heutigen Zeit so gibt, gut aufgestellt, so mein Eindruck, und mit ordentlich Perspektive. Man war im Gespräch auch sehr offen, man hat auf Probleme hingewiesen, auf Belastungen, die den Betrieb möglicherweise erschweren. Das sind Dinge, da müssen wir weiter im Gespräch bleiben, da will sich auch Politik für einsetzen. Ich jedenfalls sehe da auch ein Stück weit meine Aufgabe als Wirtschaftsminister. Ja, wir sehen uns einem sehr starken Wettbewerb ausgesetzt. Wir werden auch weiterhin neue Wettbewerber auf dem Markt feststellen können. Die einzige Chance, die wir haben, ist, unsere Kosten im Griff zu behalten. Wir haben Exzellenzprogramme aufgesetzt und ich kann an dieser Stelle nur allen Mitarbeitern danken, die zu ihrer routinemäßigen Arbeit jetzt noch zusätzlich Exzellenzprogramme zu erfüllen haben. Aber das hilft uns dabei, die Wettbewerbsfähigkeit zu erhalten, die Kosten im Griff zu halten und weiterhin Weltmarktführer bei dem Produkt Soda zu sein. Ja, was Innovationen anbetrifft, da greift eins ins andere. Ich hatte eben die Exzellenzprojekte angesprochen und da muss man auch investieren und neue Wege suchen und die suchen wir im Augenblick im Bereich Energieversorgung. Wir sind dabei, ein völlig neues Energiekonzept aufzustellen und da wird im Übrigen nebenbei, wenn es denn dann Wirklichkeit wird, auch die Gemeinden und die Umgebung von profitieren, dass man so flexibel ist, Energie nicht nur für das Werk hier zu produzieren, sondern auch für die Kommune.